Hey Leute, was geht? Wir sind wieder hier in Notruf Hamburg und heute schauen wir uns ein paar Update-Sachen an, die vielleicht im nächsten Update dabei sein könnten oder auch vielleicht eben nicht da reinkommen. Man weiß es nicht, auf jeden Fall habe ich ein paar Neuigkeiten aus dem offiziellen Discord herausbekommen, wo halt eben Felix zum Beispiel, also der Besitzer von Notruf Hamburg oder halt auch DTW, ein Entwickler von Notruf Hamburg, ein bisschen reinschreiben und ein bisschen plaudern und das schauen wir uns jetzt erstmal an. Und wie gesagt, wenn ihr nichts verpassen wollt, lasst gerne ein Like und ein Abo da, das würde mich sehr freuen. Und joint auch gerne meinen Discord-Server, den findet ihr in der Videobeschreibung. Und los geht's jetzt. Und fangen wir auch schon mit dem ersten Punkt an, der betrifft nämlich der oder dem Zoll, der vielleicht womöglich kommt oder eben auch nicht kommt. Zumindest hat jemand geschrieben im Discord, finde es sollte Zoll kommen und darauf schreibt eben DTW, also der Entwickler, Grenze in Hamburg, Fragezeichen, dann halt so ein, naja, wie kann man das den Emoji deuten? Weiß ich nicht. Guckt so nach oben links, also eher so negativ, würde ich sagen. Daraufhin kommt dann eben noch eine Nachricht, es gibt Hafen in Hamburg, der Zoll ist nicht nur für die Grenze zuständig, zum Beispiel im Hamburger Hafen kontrolliert der Zoll Schiffscontainer nach illegalen Sachen bzw. Schmugglerware, aber es gibt auch Kontrolleinheit, Verkehrswege und so weiter. Darauf schreibt DTW ebenfalls, fair, passt aber nicht wirklich. Und ich denke, mit dieser Aussage hat auch schon DTW, naja, zumindest den Zoll so gesehen vernichtet, dass der jemals in Hamburg reinkommt, finde ich meiner Meinung nach. Also er schreibt halt eben, fair, passt aber nicht wirklich. Deswegen denke ich mal nicht, dass jemals Zoll in Notruf Hamburg reinkommt. Leider, auch wenn ich das mir wünschen würde, weil eigentlich der Zoll würde sehr gut hier reinpassen, muss ich sagen. Man könnte, wie gesagt, hier, also, naja, es ist natürlich so ein bisschen blöd gerade gemacht hier, aber wenn man das ganz pragmatisch, ja, wohl Autobug, perfekt. Bitte einmal fixen, liebe Entwickler, nein, Spaß, alles gut. So. Ja, wir haben hier die Schranken eben und die gehen halt eben hoch und runter. Also klar, natürlich kann man sie vergleichen wie beim Zoll, aber ungefähr so könnte das hier ablaufen, ne? Dass halt eben, wie gesagt, Container kommen mit Autos oder weiß ich und die werden halt dann hier ja, hingeleitet und dann könnte man halt manuell, weiß ich, man hier steht, irgendwie E drücken und dann geht die Schranke auf und dann kann halt jemand durchfahren oder halt eben nicht. Das wäre halt zum Beispiel für LKWs logisch, ne, zum Beispiel. Und hier halt eben genau das gleiche Prinzip, wenn man in den Hafen reingeht, muss man halt eben auch eine Kontrolle machen. Natürlich könnte man auch sagen, komm, der Zollbeamte, der soll hier zum Beispiel auf diesem riesen Schiff hier zum Beispiel gehen. Ich meine, derzeit wird halt eben nur für einen Containerraub benutzt und halt der Schmuggler kann nicht spawnen. Aber es wäre auch natürlich cool, wenn man als Zollbeamter zum Beispiel etwaige, was weiß ich, Container kontrollieren könnte. Zum Beispiel, man steht halt hier und hier steht irgendwie eh öffnen und dann kann man irgendwie reingucken. Und da muss man gucken, ob irgendwas Illegales da drin ist, zum Beispiel, weil sich eine Waffe versteckt oder sowas. Das wäre vielleicht noch sehr interessant, was reinzumachen, aber ich glaube, Leute, Zoll wird leider einfach nicht reinkommen. Ja, aufgrund der ja, Aussage von DTW, auch wenn es eigentlich eine coole Idee wäre natürlich. Ja, und dann haben wir auch schon etwaige Infos, also kleine Info zu dem kommenden Update. Da schreibt jemand, heißt das neue Update V3.5 und Felix schreibt, ja genau, das dauert noch etwas. Das heißt also, auf dem Update müssen wir leider noch etwas warten. Das wird wohl, naja, vielleicht noch ein paar Wochen dauern. Das dauert noch etwas, kann aber auch natürlich noch ein, zwei Wochen sein, aber zumindest dauert das auf jeden Fall noch. Ansonsten hat er gesagt, das kommt bald, aber dauert noch etwas. Das heißt, naja, wir müssen halt leider noch warten. Naja, zumindest schreibt er auch noch, kommt die Matrix für die Polizei oder kommt die anderen oder wurde die Suggestion, also der Vorschlag abgelehnt. Felix schreibt darauf, die kommt vielleicht wann anderen mal. Das ist eher so, wie kann man das deuten? Vielleicht wann anders mal kann sowohl als auch sein. Das heißt, kann gut sein, dass sie mal kommt, kann aber auch sein, naja, so vielleicht kommt die, vielleicht aber auch nicht, ne? Matrix ist halt eben gemeint, ich glaube, die meisten wissen das ja bereits, aber Matrix ist halt eben gemeint hier, das ist ja das Schwarze hier, die Matrix, und damit kann man dann zum Beispiel, was weiß ich, einen Pfeil nach links machen oder einen Pfeil nach rechts machen oder irgendwie halt Polizei steht dann da. Das ist damit gemeint. Ob das dann wirklich ins Spiel kommt, weiß man natürlich jetzt nicht, weil es halt keine genaue Aussage ist, aber zumindest weiß Felix schon mal davon, ja. Das ist schon mal in seinen Gedanken. Das ist schon mal etwas zumindest. Und wie gesagt, das neue Update ist dann eben V3.5, was eben halt noch etwas dauert leider. Ich meine, das letzte Update ist auch schon etwas her. Das war ja so ein Mini-Update. Das war ja hier mit dem Clothing Store und der Schrotflinte. Und das ist auch schon etwas länger her. Ich weiß gar nicht, ich glaube, wie lange das her ist. Auf jeden Fall einen Monat bestimmt, oder?
einen Monat, würde ich mal vermuten, dass es wohl so wirklich ist. Also, ich weiß nicht genau, was da auf uns zukommt. Leider wurden auch noch keine Sneak Peeks irgendwie gedroppt. Das fand ich irgendwie ein bisschen schade. Ich hoffe auf jeden Fall mal, dass sie in Zukunft noch kommen werden. Vielleicht sind die aber auch irgendwas Großes am machen. Das kann ich auch sein, dass es ein großes Update wird und das dauert halt eben auch etwas länger natürlich dann. Da weiß man natürlich erstmal nicht, was da so vor sich geht, aber zumindest wissen wir, dass es V3.5 heißen wird, auch wenn uns das jetzt nicht so viel bringt. Aber naja, egal. So, und hier haben wir natürlich auch noch ein paar interessante Aussagen. Die ersten zwei, die können wir erstmal ignorieren. Das ist halt von Spielern. Gibt es eine Map-Vergrößerung? Schreibt jemand, glaubt nicht. Danach wird es zwar interessant, weil ich glaube, davor hat jemand gefragt, wie kommt THW? Und da hat Teta wieder darauf geantwortet, THW wird nicht kommen. Das heißt also, wir werden kein technisches Hilfswerk hier im Spiel haben. Wir werden also wirklich nur auf dem ADAC sitzen bleiben oder beziehungsweise ADC haben. Also es wird leider kein THW reinkommen, jemals im Spiel. Bisschen schade auf jeden Fall. Ich habe mir das auch gewünscht, eigentlich THW, weil da hätte man bestimmt was Cooles draus machen können. Zumindest mit dem Tunnel haben wir ja. Wir haben ja ein paar Berge, haben wir ja hier. Wir haben hier ein paar, was weiß ich, Windräder, die umkippen können, natürlich irgendwie. Wir können natürlich extreme Wettersituationen haben hier. Wir könnten Bäume umgestürzt haben. Klar, kann das auch die Feuerwehr machen. THW ist halt eben so ein bisschen, naja, für Katastrophen zuständig, sage ich mal, ne? Wenn jetzt zum Beispiel Flut ist oder sowas, dann kommt natürlich das THW und hilft. Ja, weiß nicht. Also klar ist das ein bisschen schade. Auf anderer Seite versteht man das halt schon, weil ADAC macht ja eigentlich auch schon die Sachen, die eigentlich THW machen sollte. Und wenn man halt die Sachen dem ADAC wegnimmt, dann wird ADAC noch langweiliger. Und naja, ne, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Trotzdem finde ich es aber ein bisschen schade, weil THW wäre eigentlich echt ganz cool, hier im Spiel zu haben. Ich würde es auch eigentlich passend finden, wenn THW hier im Spiel ist, weil warum nicht? Warum nicht? Vielleicht entgleist irgendwie ein Zug oder sowas, kann ja auch sein, Zug entgleist und was weiß ich, da muss irgendwie. Das Coole war ja eigentlich, oder zumindest, das war knapp, genau. Das war wirklich sehr knapp. Ich glaube, da wurde jemand überfahren, kann das sein? Egal. Das Coolste, was ich mir vorstelle, ehemals hier, hä? Hier war doch gerade eine Person, achso, da ist die Person. Ja, gut. Egal. Das Coolste, was ich mir ja wirklich vorstellen würde, wie in ERLC, da gibt es sowas wie, ja, ich sag mal so Großeinsätze. Das heißt zum Beispiel, ein Flugzeug ist auf der Autobahn abgestürzt und da muss zum Beispiel die Feuerwehr kommen, der Rettungsdienst muss kommen, ADAC muss kommen und die Polizei muss kommen und da gibt es halt, naja, ein Großangebot an Einsatzkräften. Das heißt, die Polizei muss absperren, die Feuerwehr muss den Brand löschen. ADAC muss vielleicht Wrackteile abschleppen und halt eben der Rettungsdienst muss sich halt um die Verletzten kümmern. Also, da hat jeder irgendwie was zu tun und das würde ich mir wirklich in Notfall wünschen. Und dann mit dem THW, das wäre einfach bombastisch, ja. Finde ich persönlich, keine Ahnung. Schreibt mal gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Sagt ihr so THW, nee, muss nicht sein? Oder sagt ihr, ja, THW, warum nicht? Wäre nicht schlecht. Wie gesagt, ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Natürlich, klar kann man THW einfügen, dann wäre natürlich ein bisschen ADAC blöd, weil ADAC hätte dann wahrscheinlich weniger Aufgaben. Ja, oder Feuerwehr in dem Fall weniger Aufgaben. Aber an sich wäre THW, glaube ich, eine coole Idee, die es wert wäre, hier ins Spiel reinzukommen. Ja, und kommen wir dann zu einem weiteren Punkt, halt eben die Drehleiter. Das Drehleiter ist, glaube ich, das längste Ding, worum hier diskutiert wird. Also die Leute wollen unbedingt die Drehleiter, aber es kommt seit Monaten oder sogar, ich weiß, glaube ich, sogar seit Jahren einfach nicht rein, weil es halt eben Probleme gibt. Zumindest hat jemand darauf mal geschrieben und gefragt, so wie sieht es aus mit Drehleiter, und Felix hat darauf geantwortet. Ich habe heute mit Detatwig gesprochen und der ist weitergekommen. Also ja, ist nicht mehr so lange hin, denke ich. XD, also ein Grinsemännchen oder so ein Emoji zum Grinsen. Also man weiß nicht genau, was das bedeuten soll. Ne? Nicht mehr so lange hin, denke ich. Also ja, das war ja schon so auf den Raum einfach, dass es bald reinkommen sollte und dann kam es halt einfach nicht. Naja, zumindest ist das halt so eine kleine Info für uns jetzt hier. DNHW ist halt nach wie vor immer noch dran an der Drehleiter und ja, keine Ahnung. Also langsam würde ich eigentlich sogar schon sagen, die sollen das abbrechen einfach, weil ich muss ehrlich sagen, so geil finde ich das Feature jetzt auch nicht. Klar, für RP ist das halt mega nice einfach, aber das sind sowas von verschwendete Zeiten. Also, ich meine, DTW und Felix und wie auch immer, der dran hockt, die tun halt ihre Zeit verschwenden, finde ich damit einfach, weil es eh nicht klappt.
Das hätte man lieber in andere Systeme rein investieren können, die Zeit, finde ich, weil die Drehleiter, ja, gut, muss ich jetzt nicht unbedingt haben. Ich meine, die gibt es auch in Emden und ich muss sagen, ja, gut, ist in Ordnung, aber weiß nicht, das wäre jetzt auch nichts Krasses für mich so, wo ich halt irgendwie lange Zeit investieren könnte, so mit, ne? Ja, und da ist gerade mein Spiel crasht, beziehungsweise mein Internet hat sich verabschiedet, aber egal. Ja, wie gesagt, zurück zum Thema. Ich finde es, also mittlerweile wird da so lange Zeit investiert dran, glaube ich, in diesen System. Klar, es ist cool, das System, keine Frage, aber ob das wirklich so jetzt nötig ist, da so lange Zeit zu investieren, weil man hätte viel Cooleres eigentlich drin haben können. Vielleicht hätten wir schon irgendwie einen neuen Raub oder einen neuen Job oder was weiß ich oder keine Ahnung was, neue Autos oder keine Ahnung, irgendwas Neues auf jeden Fall, die man halt jetzt in diesen, naja, Drehleiter investiert. Ob das wirklich nötig ist, keine Ahnung. Wie gesagt, schreibt mir gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Vielleicht sagt ihr sogar, ja, unbedingt die Drehleiter. Das wird mein Lieblingsspiel, wenn die Drehleiter reinkommt. Oh mein Gott, vielleicht gibt es da so krasse Fanboys von euch. Aber ich würde ehrlich sagen, für mich, naja, muss nicht unbedingt rein. Da kann man lieber die Zeit woanders für opfern. Ja, und ansonsten wäre es auch schon mit den Neuigkeiten gewesen, die ich halt eben aus dem Discord abgreifen konnte. Jetzt machen wir weiter noch mit meinen Sachen, also meine Ideen, die, naja, nicht unbedingt reinkommen müssen, aber die wären halt schon nice, wenn die drin wären. Und das wäre zumindest der erste Punkt, dass man einfach nicht unendlich lang in ein Auto geparkt werden kann von so einem Polizisten, weil wie doof ist das einfach, dass man unendlich lange in so einem Polizeiwagen steckt oder irgendwie an der Bushaltestelle. Das habe ich jetzt schon so oft einfach gehabt, dass irgendein Polizist meint, hier mich an der Bushaltestelle abzusetzen und dann sitze ich hier und dann kann ich gucken, wann der nächste Bus kommt. Ja, bringt mir trotzdem nichts, ja. Käse ist das, das ist voll Kacke. Und ich reg mich wirklich immer damit auf, Junge. Also in den Aufnahmen versuche ich mich ja immer wirklich zu beherrschen und freundlich zu bleiben, aber wenn ich im Privat bin, also dann, ne, dann flippe ich jetzt nicht aus, aber ich werde schon so ein bisschen, ne, es nervt mich schon so ein bisschen, sagen wir mal so, es ist. Und was geht hier ab eigentlich? Also das ist auf jeden Fall auch geil, auf jeden Fall gewesen hier. Ja, zum Beispiel der jetzt hier, der Polizist, ja, ich hau den zum Beispiel, ne, und dann steckt er mich hier im Wagen rein, und dann bin ich halt unendlich lange gefangen, in dem jetzt einfach, und dann fährt er mit mir durch die Weltgeschichte, als zum Beispiel, ja, gut, er fährt jetzt nicht so, Karl war gerade vor Ort, aber egal, er fährt zum Juwelier, dann fährt er zur Ares-Tankstelle, zum Krankenhaus, dann fährt er zur Otto-Tankstelle, also genau sowas gerade, anstatt mich zum Gefängnis zu bringen, wird man so lange rumkutschiert, einfach, das nervt einfach unendlich lange, und dann, wenn man, ich sag mal, offline gehen muss, zwangsläufig, wird man auch bestraft, weil man halt einfach offline geht, ohne dass er in den Knast bringt. Also man wird eigentlich bestraft, dass ein Polizist, sag ich mal, ganz halt hier rumfährt nur. Ne, zum Beispiel sowas hier. Dann guckt er beim Juwelier und sowas. Also, naja. Oder halt sowas hier zum Beispiel, dann steht der Polizist an der Straße zum Beispiel hier. Ja, ansonsten kann ich mich auch nicht wiederholen. Also klar, irgendwann wiederholt sich es nur bei mir, aber ich würde mir immer noch wünschen, dass es Motorräder geben würde hier in Notfall. Wie geil wäre es denn einfach, mit dem Motorrad hier rumzucruisen? Also ich würde es wirklich feiern. Und wenn es halt nur ein Roller ist oder Mofa oder egal was, Hauptsache irgendwas Zweirädiges, außer ein Quad. Quad ist nicht so meins. Oder irgendwie, dass man den Quad Game Pass ersetzt, weil ich finde den sowieso sinnlos eigentlich mittlerweile mit diesen Pöllern, die man runtermachen kann. Dass man den zum Beispiel ersetzt irgendwie durch ein Motorrad Game Pass von mir aus, der soll dann auch 500 Robux kosten, egal, kaufe ich trotzdem zumindest. Aber das wäre halt noch echt ganz geil, ne? Wenn das wirklich reinkommen könnte. Ja, aber ansonsten wäre es das eigentlich auch schon gewesen, so von meiner Seite aus. Wie gesagt, wenn ich noch Ideen habe, dann vielleicht mache ich nochmal ein extra Video, wo ich das nochmal erzähle. Aber ansonsten wäre das halt mal zwei Punkte gewesen, die ich mir so ein bisschen wünsche für Noten Hamburg. Ansonsten bin ich eigentlich sehr zufrieden derzeit mit dem Spiel. Alles in Ordnung. Ich finde, das ist einigermaßen gut balanced derzeit zwischen Polizei und Crime. Ist alles in Ordnung. Ich meine, klar, ne, gibt es immer wahrscheinlich Sachen, wo man sagen könnte, oh, das ist OP oder das ist krass für Crimes oder das ist krass für Polizei. Ich denke mal, das kann man auch nicht wirklich regeln oder sowas. Ist auch nicht schlimm. Aber ansonsten im Grunde finde ich eigentlich das Spiel echt ganz gut, gerade so wie es ist. Vielleicht etwas mehr Updates natürlich noch reinkommen, weil die Updates, die waren in letzter Zeit ziemlich mau, wie ich finde. Ja, wie gesagt, der Clothing Store und dann halt die Schrotflinte kamen dann und davor war, weiß ich schon gar nicht mehr, schon so lange her, das letzte Update davor, da hatte ich schon vergessen habe, was da reinkam. Weiß ich nicht, auf jeden Fall auch die Kirche ewig lang her schon. Aber naja, gut, das ist halt so ein Ding von Entwicklern. Das müssen die natürlich entscheiden, wie regelmäßig, sag ich mal, ein Update kommt. Da können wir ja nichts beeinflussen. Aber ansonsten, Leute, wenn ihr noch Ideen habt für ein weiteres
Notruf Hamburg Update. Schreibt sie gerne in die Kommentare. Ich lese mir es gerne durch. Ansonsten mache ich dazu auch noch gerne ein Video zu euren Ideen. Und ansonsten, wie gesagt, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und ich würde sagen, bis nächstes Mal. Schaut rein, Leute.